Tja, moin moin, da sind wir wieder. Und wir werden direkt gleich mal anfangen. Das schön. Ach hier, abgebrochen. Nee, Quatsch. So, aktivieren. Ha. Langstreckenscan. Wir haben doch hier gestern noch was entdeckt. Oder auch nicht. Okay. Dann ist da halt nichts. Unbekanntes Objekt. Oh. Unbekanntes Objekt. Das ist wahrscheinlich Minen. Das ist doch Min. So wie alle hier. Aber warum? Jetzt zeige ich dir keine Min an. Okay. Hoho. Muss es mal näher anschauen. Ach, das geht gar nicht. Okay, dann halt nicht. Schauen wir nochmal hier. Ansonsten hauen wir hier gleich ab. So. Da ist nix. Da ist nix. Heiliger Orden baut Verteidigung. Ach, jetzt wieder alles Fragezeichen. Alles klar. Gut. Hätte ja sein können, dass da irgendwas Interessantes ist. Ich würde mal sagen, wir. Ich überlege gerade, wo machen wir jetzt hin? Weil es gibt so viel zu tun. Wir müssen auch mal erforschen. Ah, da müssen wir wieder hinten hin. Bin noch nicht so sicher. Hier ist doch. Da. Da ist das Tor. Dann machen wir erstmal. Machen wir erstmal dahin. Oh. 5555. Dahin. Genau. Dann werden wir mal ein bisschen händisch erforschen. Und den kleinen Jäger. Den können wir eigentlich mal. Das ist doch der Eingang. Ach, egal. Bei Toren. Moment, das geht doch nicht egal. Jetzt will ich das wissen. Bei Toren kann er doch. Genau, erkunden. Sprungtore kann er auch nutzen und erkunden. Ach, weil es noch unbekannt ist, deswegen. Ah. Ich lasse den mal erstmal da andocken. Weil hier geht es ja dann noch weiter und dann kommt ja hier naja, grüne Schuppe und türkise See. Die ganzen Xenon-Sektoren. Oha, oha, oha. Überall Feinde. Was ist denn das da? Nanotronik. Ausgeworfene Fracht einsammeln. Da. Da. Und da. Und danach. Wieder andocken. Bin ich ja mal gespannt, ob er nicht. Ob das alles bleibt. Ah, geht ja nicht, ne? Wollte jetzt mal Sinsa nutzen. Mal gespannt. Nicht, dass es hier despawnt bis dahin. Das despawnt nämlich immer viel zu schnell, das Zeug. Erreiche stiller Zeuge. Aha, wir fliegen seitlich. Okay. Hui. Sehr schön. Autopilot hat total versagt. Ich warte nur wieder drauf. Ich warte nur drauf. So, fliege mal schneller. Ist aber auch langsam das Teil. Ich bräuchte eine Boa. Eine Boa bräuchte ich. Also mindestens. Aber wie komme ich an eine Boa? Das ist ja ein M-Schiff. Ein M-Schiff kannst du nicht entern. Die Split. Ich würde gerne mal zu den Split und das mal testen. Die sind ja sehr ausstiegsfreudig, die Kampfschiffe. Zyat. Was will denn der hier überhaupt? Patriarchat Zyat. Der hat doch überhaupt nicht verloren. Ich bin zu langsam. Ich bin zu langsam. Vielleicht steigt er ja aus. Na, Herr Kollege. Nein. Nicht gut. Oh, wo ist schon was hin? Split, dich werden bezahlen.
Komm, steig aus. Ey. Na? Dann halt nicht. Boom. So, hast du wenigstens was dabei gehabt? Mikromotor? Naja, gut. Nichts, was wir zu Credits machen können. Autopilot eingeschaltet. Naja, der hat hier nichts zu tun gehabt. Ganz einfach. Ah. Perso ist schon hier unten. Sehr schön. Er ist auf dem Rückweg. Ja, Laderaum, nischt. Ist despawned. Oh, es ist so nervig. Das ist immer so schnell alles despawned, kommst ja nicht hin. Hallo? Autopilot ausgeschaltet. Das mache ich ja so per Hand hier. Der Asteroid ist aber auch tatsächlich sehr ungünstig positioniert. Erreiche stiller Zeuge 1. Argonen, Argonen, Argonen. So, der ist gleich da. Erkunden. Nice. Muss er doch erstmal. Ach, egal. Kann er ja in Ruhe machen. Teladi, meine einzigen Freunde, die ich habe. Auch ein Pirat braucht Freunde. Könnt ihr mal gucken? Die Schusswerft hat ja nichts im Angebot. Kann ich ja eigentlich. Ach ne, ich habe die ja gar nicht gescannt. Kann ich ja gar nicht sehen. Das wird nämlich hier auch ein Problem werden, wenn ich hier Schiffe bauen will später. Da wird hier einiges fehlen. Wird einiges fehlen. Stationsmanager gesucht. Aha. Zwei feine Mahlzeiten. Autopilot ausgeschaltet. Wieso? Wieder nicht klar. So, da ist das Tor. Hup. Hindor, Hindor. Kann ich das hier direkt ausschalten? Wir sind immer noch maximal pleite. Mit 2000 Credits. Ist nicht der Hammer. Ein bisschen was haben wir ja schon eingesammelt. Das könnten wir ja verkaufen. Ist ja nicht das Problem. Aber wir haben ein besseres Schiff. Das ist doch schon mal was. Vielleicht sollte ich mir mal ein Schiff irgendwo hinpacken, wo halt immer. Dass diese Sternkonstellationen zu Systemen aus dem Tornetzwerk vor dem Zusammenbruch passen. Das ist der Weg zur alten Föderation. Cool. Das ist ja cool. Weil diese Meldung habe ich nämlich nie gekriegt, weil ich habe ja mit 3.0 Split-Start gespielt. Und da war ich ja schon im Splitgebiet. Aber da kam auch irgendwann mal eine argonische Meldung von irgendeinem Argonen, wo ich. Ja, wo ich das alte Tornetzwerk betreten hatte. Erreiche System, zwei Riesen. Coole Sache. So, hier, wie so alle feindliche, ja. Feindliche Pilze? Ach, Minister. Ui. Das Ministerium hat ja schon Fälle, aber nicht mehr lange. So, zwei Riesen, alles klar. Hier rüber jetzt Zyort und darüber jetzt freie Familien etc. pp. Nach
Nachschubschiff. Die haben sogar ein Nachschubschiff. Nicht schlecht. Xenon. Oh. Energieverteilungseinheit. Ich glaube, wir fliegen erstmal dadurch. Gut, das ganze Uni zu erkunden, das wird wahrscheinlich sowieso ein ganzes Weilchen dauern. Oh, FRF sind nicht feindlich. Ha! Aha. Das ist ja interessant. Jäger. Paraniden. FRF Plünderer Phönix. Was haben wir hier so im Angebot? Da müssen wir hin. Diesen Auftrag. So. Feind! Feind! Ey, hier darf ich nicht wegboosten. Nein! Da war alles ein paar Schisser hier. Die FAF sind schon mal nicht feindlich. Das ist doch. Ja, wusste ich, geb dir Befehle. Warte, Christa, alles kein Thema. Da. Wo wollte ich denn hier jetzt hin? Hier, da. Da sollst du hin, da ist doch ein Dörr. Alles Teladi. Komm, husch mal durch hier. Oh. 97 Medikamente. Erkunden. Gucken wir erstmal, wo der dahin fliegt. Ist das ja nicht mehr. Flump. Ah, genau. Firmenbelange. Oh, schön. So, dann ist hier unten irgendwo das, das Tor zur, ins Xenon-Gebiet. Das Ministerium. Ich dachte schon, die Xenon sind da. Aber ich will jetzt nicht unbedingt mein erstes Schiff direkt verlieren. Wird sich da zwangsläufig langfristig nicht vermeiden lassen, ein Schiff zu verlieren. Gehört halt dazu. Klum. Erreiche System. Sänger der Niederlage. Jo. Sehr schön. Haben wir sengende Niederlage erreicht. Jetzt müssen wir hier nur noch... Da. Oh, die Xenon bauen hier schon eine Station. Sehr schön. Klingt richtig? Jo. Habe ich übrigens die ganzen Xenon-Sektoren erstmal nach und nach haben? Dass ich dann auch auf der Karte sehe, wie die sich ausbreiten und ob sie sich ausbreiten. Weil ich... mach ja nicht viel als Pirat, also ich kann ja nicht groß eingreifen. Ich werde wahrscheinlich die Völker schwächen durch meine Überfälle und Interaktionen und es, die werden ja nicht unterstützt, so wie ich das vorher gemacht hatte. Kann natürlich sein, dass die Xenon dann die vorherrschende Rasse werden, wenn man sie überhaupt Rasse nennen kann. Maschinenvölkchen. Aber das ist halt interessant. Genau das will ich mal wissen. Was passiert, wenn der Spieler nicht positiv einwirkt auf die Völker? Chimäre. Oh, Moment. Loot. Ich habe Loot gesehen. Loot. Oh, hier ist eine. Eieiei. Aber viele Feinde. Xenon P. Schlüsselungsmodul. Ist schon despawned. Da ist schon mal Action. Stirb. Stirb, stirb, stirb. Jetzt werden wir mal. Chimäre. Chimäre.
mir mal ein paar von der Koloniepolizei schnappe, aber dann... Oh. Ich glaub, davon gibt es hier ein paar, oder? Das ist doch hier alle zürt. Oha. Ja, die kommen jetzt alle zu Hilfe. Die kommen von überall. Also das funktioniert schon mal, ja? Der Hilferuf. Na, dann mache ich vielleicht nur das P. Moment, hier ist doch wieder frischer... Hey, frischer Loot. Sedativ, Marchak. Oh, ja. Nein! Mensch. Container. Da. Da ist Geier. Samira ist wieder unterwegs. Auf mich schießt hier bitte niemand. Ich will hier nur was einsammeln, was ihr sowieso nicht wollt. Ihr seht mich gar nicht. Gar nicht da. Der Frachter ist Mamba. Ziemlich kaputt. Mamba. Drache. Ui. Maschine Fehlfunktion haben. Da ist P, Platz gleich. Komm, mach kaputt. Na? Container. Irgendwas ist da noch. Schau ich mir mal an. Bei minus 15 dürften die mich noch nicht angreifen. Sonst wäre ich jetzt wahrscheinlich schon Raumstaub. Bam, 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 bam. Ganz entspannt. So, jetzt hauen sie alle wieder ab. Wenn ich jetzt nur einen angreife, kriege ich mal hier richtig Eier. Oh, wäre auch nicht schlecht. Marchaklet ist ja. Ist ja auch ein bisschen was wert, wa? Sehr schön, ich leicht ein Flatterer. Container. Na? Oh, schießen jetzt die... Ach nee, das ist ja eine freundliche. Ich dachte schon. Nein! Okay, das war nix. Aspis. Nix. Nee. Nee, wir machen das erstmal anders. Wir fliegen erstmal hier lang. Ich würde es ja, ich muss es probieren. Die anderen. Oh, die drehen alle um. Oder? Drehen sie um? Ja, da drehen sie schon um. Hui. Ich auch. Das sind Zufälle. Mit meinem kleinen Ist-Schiffchen hier. Genau, fliege ich erstmal in den Xenon-Sektor. Rumtor. Matrix. Nummer. Erreiche System. Matrix Nummer 9. So, hier will ich ja schnell da. Unbekanntes Objekt. Und Matrix Nummer 4, 5, 1. Schön im Reisemodus bleiben. System.
Matrix Nummer 4, 5, 1. Oh. Oh, da sehe ich doch ein K. Da will ich mich mal nicht nähern. Gucken wir mal da oben. Zu Familie Tekir darüber. Und hier unten ist ja dann Yennamustura. Da werden wir dann als nächstes hin. Genau so. So machen wir das. So, das Schiff ist ein bisschen zu doof, hier irgendwas zu finden. Da ist schon eine Station. Ich lasse den erstmal. Unbekannte Zone. Boa. Nee. Ich würde schon gerne, aber hier Familie Tekir. Erreiche System. Familie Tekir. Freie Familien. Freibeuter Drache. Freibeuter. Hallo Kollege. Winke mal. So. Kuh und Schau. Reparaturausschreibung. 26.000. Na. Gut, haben wir hier erstmal ein bisschen was erreicht. Ich würde natürlich gerne mal so ein Zyr-Frachter mal angreifen. Vielleicht steigen die auch möglichst schnell aus. Von den alten Völkern, da ist ja die Ausstiegswahrscheinlichkeit nahezu 0%. Warum auch immer. Wir haben hier draußen etwas gefunden. Aha, hast du. Das ist aber schön. Da muss ich mir gleich angucken. Da wurde was zerstört, da Zerstörungsgut. Ah, Kakis, genau. Moment, wo war hier? Da. Ach, ich ging erstmal in die Richtung. Stimmt, hier sind ja auch noch Kakis. Okay, das dauert eine Weile. Was hast du denn gefunden? Sicherheitscontainer. Ah, genau. Schön. War hier nicht auch noch ein Tor? Da ist doch ein Tor. Fliegt da einfach mal dahin. Ui. Große Besomize Katze. Lindwurm. Mineralien. Sind und die bauen fleißig. Sehr schön. Erwarte Befehle. Ja, das ist hier gerade alles ganz schön schwierig, hier immer diese ganzen Befehle rein. Ich wollte gerade sagen, wo ist das Tor hin? Boah, was ist denn hier los? Oder wird schon geballert? Oder wird. Ja, da wird geballert. Das sehe ich nämlich. Loot! Loot! Ich hab volles Auge für Loot. Mit geh weg. Geh weg! Ach, schlechter Loot. Oh. Ja. Container. Programmierbare Feldmatrix. Nicht die spawnen, bitte. Das Entschlüsselungssystem hier, das kann ich. Ja, mal zum Hacken benutzen. Später.
Da kann man ja echt eine Menge von sammeln. Plim, 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 plim. Oh, ich hoffe, die Station ist nicht... Genau, Bautstation in Türkises See. Ist klar. Xenon Verteidigungsstation. Ja, genau. Gut, die ist weit nur weg. Wow. Die Drohnen hier. Da ist schon in Phoenix Hopsiang. Sehr nice. So, die machen. Ach, das ist auch bloß eine Verteidigungsdrohne. Habt ihr eigentlich die Folge gesehen, wo ich mit einer Nemesis hier an die 100 Verteidigungsdrohnen zerlegt habe von so einer Verteidigungsstation hier? Das war auch sehr spaßig. Das war knapp. Boah, eigentlich müsste man hier warten, bis so ein Phönix platzt. Sprungtor, Jana Mossura. Und alles insammeln. Erreiche System. Was? Jana Mossura. Polizei, Adler, Ministerium, alles Ministerium hier. Wo haben die so viele Schiffe her? Hier ist ja alles rot. Ich dachte mir, hey, jetzt komm ich zu meinen Buddies hier, zu meinen Freunden. Das ist ja alles feindlich. Okay, dann kann ich jetzt ja, da lang oder da lang? 1000 Fragen, wo ist denn hier? Oh. Ist schon in Türkise See gelandet. Nett. Und gehört noch niemandem. Den Rest, den mache ich bitte hier allein. Du kannst mal verschwinden. Docke mal da hinten an. Alles gut. Und wir fliegen. Ja, fliegen wir da lang. Wo ist? Oder noch ein Tor? Stimmt, da ging ja immer hier lang. Das war hier kreuz und quer mit mehreren Toren. Da ist nämlich auch noch ein Tor. Dann nehme ich da erstmal das. Das ist, glaube ich. Ach, das ist ein inaktiv, so. Und ja, ich weiß, das Schiff ist nicht zu gebrauchen für Erkundung, weil so langsam. So langsam. Das sind wieder einige. Einige Missionas. Satellitenreparatur kriege ich noch. Zermürbungskrieg. 11 Schiffe der gefallenen Familien. Aha. Nimm auf und fliege zu hier Transportmission. Nee. Ich bin total pleite, ja, und habe keine Lust auf irgendeine Mission. Guckst du mir halt nur an. Oh nee, die nicht. Behemoth, Verteidiger. Superhighway, unbekannter Sektor. Da war gerade eine Anomalie, habt ihr sie gesehen? Exe. Superhighway, unbekannter Sektor. Der ist jetzt gleich nicht mehr unbekannt. Jana Mossura, 7. Präsenz zeigen. Aha, soll ich patrouillieren? Jana Mossura, 4. Habe ich gerade was anderes gesehen?
Gucken, das ist Didde. Mehr war ja hier, glaub ich, nicht. Genau, nur das Tor. Fliegen wir da gleich mal durch. Ja, heute viele Kunden und das werden wir sicherlich noch öfter tun müssen. Wenn wir erstmal die ganze Karte freidecken. Turoks Niedergang. Oh, dann sind wir nämlich hier jetzt auch im Splitgebiet gelandet. Dann ist hier oben jetzt. Nee, das. Wo ist das? Da. Dann schnappen wir uns die andere. Da sind sie. Alles klar. Dann holen wir uns den letzten Sektor hier aus der Ecke. Hier oben. Und dann können wir mal hoch. Und dann können wir hier alles freischalten. Und dann geht's ja wieder. Schön, schön, schön. Ich müsste mich tatsächlich mit einer Fraktion gut stellen. Und wenn ich mich mit Patriarchat führt nicht gut stelle, die sind ja nur feindlich. Ja. Das werde ich wahrscheinlich auch so lassen. Dann kriege ich aber die MK4-Antriebe nicht. Oder ich müsste den Plot machen vom Split. Nein. Das werde ich definitiv nicht tun. Das haben wir alles schon gemacht. Gut, ich muss ja nicht alles haben. Aber wenn ich hier freien Familie, das wäre schon echt cool. Dann könnte ich mir. Könnte ich mir nämlich Splitschiffe holen. Und wäre nicht aufs Internet angewiesen. Aber dann wäre ich wieder kein Pirat. Ach. X ist definitiv nicht auf Pirat ausgelegt. Selbst mit Mod hier hat man so viele Einschränkungen. Plum. Turoks Niedergang 1. Erster Einschlag. Erster Einschlag. 10 Mikromotoren, ist klar. Gut, dann haben wir doch das hier schon mal fertig. Dann werde ich mal überlegen, was wir morgen machen. Ob wir hier weiter erkunden oder ob wir erstmal ein kleines Päuschen machen und mal wieder ein bisschen was überfallen. Ich habe ja nur extra schon den Frachter hier stehen, damit wir hier ein bisschen was einsammeln können. Aber das despawnt halt auch immer so schnell, ja? Na. Schwierig, da irgendwie was zusammenzukriegen. Ach, Ministerium, ne? Mit denen würde ich es mir auch nicht unbedingt verscherzen. Moment. Drache, Plünderer. Ach, sind die schnell. 575. Ich will mal gucken, kann ich den. Ja, da komme ich ja nicht hinterher. Kann ich den scannen? Nein, nee, das wird ja nichts. Ich lege mich jetzt einfach mal mit denen hier an. Ich versuch's mal. Aber das machen wir morgen. Weil wir sind nämlich jetzt schon durch. Zeit ist rum. Ja, heute halt nur erkunden. Nicht viel Action gewesen, aber ja, das gehört auch dazu. Und ja, morgen werden wir uns mal die 4 Schiffe da schnappen. Ich hoffe, das sind nur 4. Naja, nur ist gut, ja. Ich bin mal gespannt. Chimäre ist schon böse. Mamba ist auch nicht schlecht. Und ich mit meinem kleinen Mini-Jäger hier. Ich werde wahrscheinlich platzen. Und ich komme ja dann auch nicht weg, weil ich fliege 200 und ein bisschen und die fliegen ja hier alle viel schneller. Sind ja. Das sind ja böse Splitschiffe. Naja, Trial and Error. Wie immer. Gut, Leute, dann lasst mal Kommentare da und ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Ja, wieder wie immer. Nächste Folge, 10 Uhr. Wie jeden Tag. Bis dann. Ciao.